für Ruhm und Ehre. Nein, da steht das Ruhm zu der Ecke noch an die Seite. Was für eine Reichweite kriegen die Türme plötzlich? Nö. Schießt uns trotzdem noch weiter rein. Interessiert ihn gar nicht. Wir haben doch alles erforscht, nicht wahr? Ja, die Scharfschützen müssten jetzt theoretisch die Reichweite des Todes haben. Weigern sich aber beharrlich zu haben. Nur Mut! Wir werden siegen! Eine eurer Helden ist angegriffen. Ich werde mich darum sorgen, beim Kalif. Gruppe 6, einfach generell hier hin. Ja. Es ist Zeit. Und dann halt einfach so. Helden als Kanonenfutter. Angriff! Komm, Salem, Heilung! Lasst mich eure Wunden verlassen. Das haltet ihr aus. Das hat bei Knack nicht funktioniert. Warum haben wir es gleich gemacht? Angriff! Bis in den Tod! Einer eurer Helden wird angegriffen. Ja, aber sicher. Jawohl. Ja, aber natürlich. Mit Vergnügen. Für euch doch immer. Drake, folgendes. Habt ein gutes Auge und eine ruhige Hand. Kanon, folgendes. Bombardiert die Reiterei. Was macht ihr da? Voll das Turm. Jetzt zeigen, was ihr gelernt habt. Niemand hat euch was anderes erlaubt. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Dafür vertreibt die mal. Die stehen im Weg. Euch wird nichts geschehen. Gut. Ja. Kanonen bombardiert weiter die Reiterei. Schützen bombardiert die Reiterei. So, wir kriegen Dinge jetzt in den Griff. Angriff! Für Ruhm und Ehre. Gerr, ja, mein Herr. Lehrt sie das Fürchten. Ihr werdet angegriffen. Zurück. In Ordnung. Attacke. Flanke zurück. Wie ihr befehlt. Für Ruhm und Ehre. Das ist unglaublich mit dem. Hört auf. Jawohl. Hört auf, ihr abschießen zu lassen. Lehrt sie das Fürchten. So. Wird gemacht. Das hat nicht gereicht. Unbesorgt. Bis in den Tod. Welche Probleme habt ihr mit eurer Reichweite? Es ist echt nicht so schwierig. Der Tag. Kommt schon, der hier. Ah, oh, da ist noch ein Turm an der Seite. Feinde greifen euch an. Ist das wie unsere Feinde sich mal wieder fühlen? Ich beginne Mitleid zu kriegen. Aber nur ein bisschen. Aber sicher. Seit wann können wir uns nicht mehr auf die Reichweite unserer Scharfschützen verlassen? Für euch. Trauriger Tag. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Vielleicht bin ich auch einfach eingedrosselt. Vielleicht haben wir zu mit Dieben gespielt. Ich könnte schwören. Kann sein. Werde ich nicht ausschließen. Dort oben im Baum. So soll es sein. Du kommst mal mit. Natürlich. Ich tue mit aller Stärke. So, Salm, dich bauen wir mitten der Kanone, damit du dich wieder zusammensetzen kannst, wenn die weiter so kaputt gehen. Pilgrim, du alter Kanonenkugelschwamm. Ja? Einer eurer Helden steckt in Schwierigkeiten. Feinde greifen ihn an. Gern. So. Da drauf. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Pilgrim, zieh die Kugeln weiter da weg. Gut. Auf in den Kampf! Drake, verstärkt die mal. Zielt ganz genau. Aber sicher. Auf in den Kampf! So, und bis hier. In den Tod! Wir missachten unsere Helden in den Kämpfen, aber auch ganz schön stark. Zahltag. Wie ihr wünscht. Auf in den Kampf! Ja.
Seht her. Lasst mich eure Wunden sehen. So, Pilgrim hat, glaube ich, jetzt mal so ein bisschen gelitten. Erik wollen wir nicht opfern. Dario, alte Tüte, geh doch mal hier. So gut ich kann. Ja! Gut. In Ordnung. Ein Held ist in großer Gefahr. Wie ihr wünscht, mein Herr. Da er nicht kann, Erik, genau. Dich brauchen wir um die Geschaffnis zu verstärken. Damit die Türme schneller leiden, als sie gerade hier rumstehen. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, natürlich. Jetzt sollen sie sehen, mit wem sie es zu tun haben. Angriff! Wir ziehen unsere Beladungskanonen bereits mal zu unserer Armee hier unten zurück. Wie ihr befehlt. Weil da bestimmt gleich unangenehm. Wo kam das jetzt schon wieder her? Angriff! Ach so. Verstehe. Dann auf die Schießanlage. Ja. Wie ihr wollt. Drake, sag dir mal, dass du schlecht in der ist. Aus der Ferne werde ich zuschlagen. Seid unbesorgt. Wir erledigen das. Bis in den Tod. Ihr werdet so, können wir uns diesmal ausnahmsweise mal auf unsere Reichweite verlassen. Pilgrim ist übrigens wieder einsatzfähig. Wenn ihr Nein, wollt, können wir übrigens nicht. Das kann ich. Das war vor allem der Turm, auf den wir... Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Genau. Rast komplett aus. Dafür sind wir genau die Richtigen. Ich weiß echt nicht, warum das gerade so ein Problem ist. Hatten wir niemals. Ja. Niemals so schlimm auf zumindest. In den Kampf. Auf in den Kampf! Meistens haben die Truppen dann genau da angefangen zu schießen, wenn es überhaupt in Reichweite gekommen ist. Ergreift sie! Momentan scheinbar nicht so. Feinde haben einen Arbeiter attackiert. Sag mal. Weißt du, was die gerade getan haben? Die haben Kenny getötet, die Schweine. Drake, Ari und Salem. Erklärt dir mal, dass das eine schlechte Idee war. Ja. Konnte ich nachrücken? Die Falle ist das. Yeah! Euer Dorf steht unter Beschuss. Ja, das gehört dazu. Schaut in die Ferne. Ah ja, das ist dieser Turm. Da ist die Gießerei, die wir beseitigen müssen. Und die scheint relativ clear zu sein. Wie ihr befehlt. Nein! Wir erledigen das. Zuerst die Gießerei. Wie ihr wünscht. Erst die ja, Gießerei da. Für Ruhm und Ehre. Befehle zu befolgen kann doch nicht so komplex sein. Ja, natürlich. Streitet furchtlos. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. So, die Helden können schon mal hier runter, genauso wie Erik da runter kann. Eure Arbeiter bezahlen. Dario behalten noch als Kugelschwamm und Pilgrim kann auch runter. Wie ihr wünscht. Die behalten werden wir. Eine neue Herausforderung erhalten. Das Planetenpack ist jetzt auch fast Geschichte. Nennen wir es fast. Wir genau die richtigen. Dario da unten sind Türme, die beseitigt. Nee. Zuerst mal da, wo wir sie so lang wollen. Ja, in Ordnung. Hier gibt es Türme, die beseitigt werden müssen. Ergreift sie! So gut ich kann. Einer eurer Helden wird angegriffen. In Ordnung. Jetzt ist Wag an der Reihe. Baut die Brücke und dann schickt ihn auch ins Nirvana. Alles klar, Wag uns eine Brücke. Verstehe. Dieser Turm ist gefährlicher. Auf in den Kampf. Viel gefährlicher. Jetzt dieser Turm. Sie.
Jetzt sind Leibeigene. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Ja, da du kriegst noch, hat es gerade noch alles im Griff. Lehrt sie das Fürchten! Ich bin nicht vollkommen glücklich damit, wie die Verlustausfälle hier gerade gewesen sind. Ergreift sie! So, Leibeigene müssen natürlich sterben. Ansonsten bauen sie den ganzen Kram wieder auf. Wir werden siegen! Attacke! Feuer! Los, tut euch nützlich! Wie ihr wünscht! Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Seid unbesorgt! Sofort! Das kann ich! Ich tue mein Bestes! Ergreift sie! Attacke! Ja! Gut, alles im Griff. Ich hätte erwartet, dass der nächste Angriff halt aus der Stelle kommt, die hier unten blockiert ist. Scheinbar aber nicht. Scheinbar ist der nächste Schritt tatsächlich hier die große Brücke von Vaag. Jawohl. Seid unbesorgt. Seid unbesorgt. Ja, Herr. Auf jeden Fall. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Hund? Nein. Kommt was Gruppe 0 angeht, ja. Das tut mir herzlich leid. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten Lichtung. Holzgebiet. Ja. Gruppe 0 plus ihr ist Gruppe 0. Und sammelt euch dann hier so. Da, Chef. Meine werten, wütenden Dafür Reiter. Sind wir genau die Richtigen. Was? Warum seid ihr noch da oben? Gern. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Wie ihr befehlt. Ja! So. Wir erledigen das. Dann müssen wir, glaube ich, noch gleich drei neue Trupps ausheben. Die Kanonen kann Zahl uns gleich zusammensetzen. Und sparen wir uns im ganzen Müll neu zu gießen. Schützen 2. Schützen 3. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ah, gut, die haben gar nicht gelten. Wie ihr wünscht. Euer Wunsch ist mir Befehl. Mit Vergnügen. Er kann auch gleich ein bisschen erkunden gehen, wenn er hier in das Gebiet schon im Griff hat. Und unsere Diebe. Mit Vergnügen. Ja. Wir kommen nach wie vor nur bis zu dieser Ecke. Wir hatten 4 Diebe. Mit Vergnügen. Ach so, der eine sitzt ja noch hier. Dann wollten wir nämlich hier die Gasse runterschicken. Mache ich. Um zu testen, wie die Lage da so ist. So, sammelt euch erstmal hier und dann werdet ihr wieder zusammengesetzt. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ich könnte schon. Und in Zukunft erwarte ich weniger Inkompetenz von euch. Dort oben im Baum. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Euer Wunsch ist mir Befehl. Wir erledigen das. Jawohl. Ich tue mein Bestes. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. Und 3 weiße Trupps. Gruppe 5. Zahltag. Heißt eure neuen besten... Nee. Gruppe 5 heißt eure neuen Kameraden willkommen. So. Meine wütenden Reiter der Apokalypse.
Mit Freuden, Sid. Bleibt in meiner Nähe, damit ich eure Wunden heilen kann. Ja, den Kanonen geht's fast schon wieder gut. Ja! Jetzt scheint sie alles irgendwie schon im Griff zu sein. Ich zeige euch den Weg. Ich zeige euch den Weg. Ich hätte durchaus gerne ein weiteres Dorfzentrum, aber ich... Jawohl. Ich glaube nicht, dass wir da so schnell fündig werden würden. Mit Vergnügen. Kalbros Kala und der Kalbros Kala und Marie de Morfiché müssen wir noch beseitigen, nachdem wir uns um Vaag gekümmert haben. Und das kann weg. Das war nur provisorisch, für wenn der Fall eintreten sollte. Ja, aber sicher. Unsere Diebe können wir zwischen hier unten sammeln, die können wir bestimmt nachher noch brauchen. Natürlich. Salem müsste, glaube ich, noch einmal für unsere Kanonen arbeiten. Jawohl. Jawohl. Dafür sind wir genau die Richtigen. Noch. Es ist Zahltag. Wird gemacht. Wir erledigen das. Genau, zwei Kanonen haben wir noch. Die müssen noch beide einmal ein bisschen repariert werden, damit sie wieder schön einsatzfähig sind. Dieses Teil mit jenem zusammen und ein wenig hiervon und vielleicht etwas davon, dann... Oh, was kann ich für euch tun, Sidi? Ihr werdet angegriffen. Ja, gerne. Ja. Jawohl. Ja. Jawohl. Für euch doch. Warum? Gerne. Natürlich. Warum habt ihr noch wen übrig? Natürlich. Das finde ich toll, eine Vereinbarung. Ja. Um diese Peinlichkeit kümmern wir uns später. Natürlich. Der Nachteil, wenn man viele Dinge über Diebe regelt, es bleiben immer noch so Nachzügler übrig. Jawohl. Die werden wir anderweitig beseitigen müssen. Ja, Sidi. Gerne. Jawohl. Seht hier. Nichts lieber als das. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung wurde. Und die Brücke. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ich zeige euch den Weg. Warum sind wir noch nicht auf die Idee gekommen, hier zu gucken? Da sind direkt schon Kanonentürme. Das gefällt mir jetzt schon nicht. Fern? Und hier ist viel Wasser. Schaut in die Ferne. Seht durch mein Fernglas. Ja, Musik kriegt nicht ein. Ein Kundschafter ist gestorben. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Seht hier. Moment mal, aber sicher die Brücke doch. Zu Ende bauen. Wo ist der andere? Der andere ist offenbar überfordert, zur Brücke zu finden. Haben wir eins, macht mal Platz. Ein Leibeigener muss hier durch. Das gefällt mir noch jetzt schon wieder nicht, was ich da hinten sehe. Sieht durch mein Fernglas. Das gefällt mir jetzt schon ganz und gar nicht, was ich da hinten sehe. Sieht hier. Für euch doch immer. Über eine Brücke zu stürmen ist immer so unangenehm schwierig. Zumindest, wenn wir
wie üblich versuchen wollen, unsere Verluste auf Minimum zu begrenzen. Natürlich. Quick Save. Speichern ist wichtig. Zurückziehen, Freunde. Nichts lieber als das. Ja. Ich frage mich, warum es einen spezifischen Grund gibt, dass dieses Tor jetzt gerade geschlossen ist. Mit Vergnügen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Wo ist der Kundschaft sein? Da. Ja. Wir hätten nicht so weit zurückziehen sollen. Egal. Wo gehen wir erstmal wieder die Brücke beobachten? Sieht hier.